Hallo, Ola und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Crusader Kings 3 hier auf Schwitzen im Sitzen mit mir, dem Lukas, mit der Dynastie der De Vivar, Graf Lope, nunmehr erwachsen, ein tapferer Ritter geworden und bärtig, inzwischen auch Ratsverwalter des Königs. Also es läuft, er macht seinen Job sehr gut. Legitimierter Bastard. Und diese Folge werden wir es hoffentlich schaffen, einen Anspruch auf Toledo zu fingieren und das dann auch irgendwie zu bekommen. Deswegen gehen wir mal direkt rein und schauen, was passiert. Besitztümer. Achso, ja, da stehen wir eigentlich auch relativ gut da. Wir haben jetzt noch über ein Jahr Zeit, um ein bisschen Geld zu verdienen. Ich werde jetzt erstmal nichts bauen. Und ich wollte noch meine Familie angucken. Ich wollte gucken, ob ich meinem Neffen irgendwie Land geben kann, damit ich ihn dann auch als Verbündeten vermehren kann, aber ich glaube, so funktioniert das alles nicht. Ich fange direkt an, wir werden zwar angegriffen von diesem seltsamen Grafen, der hat ja gar nichts. Also ich verstehe den nicht. Was war seine Intention dahinter? Na gut, Inspiration, spät auf. An der Wirkungsstätte von Ermisenda spielt Zeit keine Rolle. Wir trinken Wein, während wir angeregt das Werk besprechen, das sie für mich schafft. Klammer, Schwert. Bilde ich mir das nur ein oder herrscht da eine gewisse Spannung zwischen uns? Es ist schon spät geworden, als meine Waffenschmiedin ihr Werkzeug beiseite legt, einen tiefen Schluck aus ihrem Kelch nimmt und wissend lächelt. Ist sie etwa... Ich kann nicht bestreiten, dass sich etwas in mir regt. Mein Herz schlägt schneller und ich halte sie in den Armen. Das ging schnell. Während sich ihre Arme auch um mich schlingen. Was geschieht hier? Die ist 29. Na gut. Sie ist gefühllos, by the way. Aber ansonsten stark. Oh. Ermisenda. Beschlafen, Affäre. Das Artefakt, das durch die Infiltration von Ermisenda geschaffen wird, könnte von leicht niedriger Qualität sein. Ablenkung oder was? Ich muss los. Ganz schnell weggehen. Und hier, wie könnte es wagen? Nein, ich glaube schon, dass wir uns ganz gut verstehen. Weißt du, meine Verlobte braucht ja noch ein bisschen und ich bin ja so ein bisschen... Oh, ich bin aber am Ende so unzüchtiger, wenn es rauskommt. Oh, will ich nicht sein. Aber spricht eigentlich nichts dagegen. Vertraut anderen rasch. Ja. Na gut. Hau rein. Gönn dir. Jetzt ist sie beschlafen. Schönes Wort übrigens. Beschlafen. Er möchte jetzt einen Anspruch auf das Erztum von Athlone durchsetzen. Ah, ich mache natürlich mit. Ich habe da auch gar nicht so... Also ich werde jetzt, glaube ich, nicht aktiv mitmachen, je nachdem, wie es ausgeht. Wie ist denn so das Kräfteverhältnis? Eigentlich schafft er es alleine. Warum braucht er mich? Ah, schon knapp. Ja, die Sache ist die. Ich will ja eigentlich Geld sparen. Alles Kriegsvolk hier aussehen. Ich gehe mit dem Kriegsvolk rüber. Das sollte vielleicht ausreichen. Bin ich dabei? Nee, ich bin gar nicht dabei. Wohlüberlegte Meinung. Meine Waffenschmiedin Ermisenda bringt mich auf den neuesten Stand, was ihre Fortschritte angeht. Sie schwadroniert endlos von den Grenzen, die ihr durch die Werkzeuge ihrer Werkstätte gesetzt werden, während mein Geist ob all meiner kühnen Ideen schier ans Wanken gerät. Das, was für die Umsetzung dieser Ideen tatsächlich getan werden muss, mag nicht im Bereich meiner persönlichen Stärken liegen, doch das heißt nicht, dass ich nicht ein Wörtchen mitzureden hätte, wie mein Geld ausgegeben wird. Ich hätte da ein paar Vorschläge. Das Artefakt könnte besser werden oder schlechter werden, wie immer, aber sie verliert ein bisschen Meinung. Habt ihr schon über diesen Ansatz nachgedacht? Das gleiche wie hier, nur andere Prozent. Ach, Diplomatie-Herausforderung, Kriegsführung-Herausforderung, verstehe. Kampfgeschick-Herausforderung, deswegen ist das die beste. Lass mich einen Blick auf eure Skizzen werfen. Da mag sie mich auf jeden Fall... Ah, das ist... Da passiert nichts. Eure Ideen klappen gut. Das ist schön. Kleinkönigin. So, ich würde ja trotzdem sagen, auch wenn das saugefährlich ist. Aber ich habe jetzt richtig Bock auf so ein kleines Abenteuer. Kostet mich 6 Gold.
Ich sitze mit strategische Sackgasse. Ich sitze mit Bürgermeister Sebastian und Bürgermeister Fruela am Kartentisch und bespreche mit ihnen die Strategie für den laufenden Krieg. Sebastian weist eifrig auf alle Hauptziele hin, zu deren Plünderung wir auf der Stelle Trupps entsenden sollten. Fruela jedoch murmelt nervös vor sich hin, dass wir unnötige Gefechte vermeiden und einen Zermürbungskrieg führen sollten. Es obliegt mir, über unsere endgültige Vorgehensweise zu entscheiden. Es geht dann also nur, wer Meinung verliert wahrscheinlich. Fruela mag mich ein bisschen weniger. Verbessertes Plündern sehe ich aber auch nicht. Verbessertes Vermeiden finde ich besser tatsächlich. Befehlshaber können handeln, wie sie es für richtig halten. Ach, das bekommen eh nur die Bürger mal. Ja, dann macht doch, wie ihr wollt. Wie viele habe ich denn dabei? Oh, jetzt wird es hier ein bisschen bunter. Jetzt habe ich das dringende Bedürfnis, doch alle Truppen auszuheben. Scheiße, das könnte sonst gefährlich werden. So, Bürgermeisterin meiner Ratskanzlerin, die hat schlecht gehandelt, weshalb Graf Ramiro, mein Verbündeter, einen Anspruch jetzt auf Soria hat. Bisschen dumm, aber okay. Ja, schauen wir uns das an. Ich will jetzt aber trotzdem nicht alles. Also ich will eigentlich lieber Truppen sparen. Lederzelt den Katalut gebaut. Wer heißt jetzt? Kalatayut. Hier kommt die andalusisch-mubaladitische Populisten. Inspiration verwirklicht. Mein Fürst, ruft meine Affäre Ermisenda und kommt mit einem breiten Grinsen auf mich zu. Der Schweiß tropft ihr von der Stirn und ihr Gesicht ist rußverschmiert. Ich habe viele Tage und Nächte in der Schmiede geschuftet, doch endlich ist mein Werk vollbracht. Sie überreicht mir einen in Stoff gewickelten Gegenstand. Als ich enthülle, was sich daran verbirgt, mache ich große Augen. Ein Schmiedeeisenschwert von guter Machart. Der Knopf hat die Form abgerundeter Läppchen, in die Zinn eingelegt wurde. Das klingt jetzt nicht so berühmt. Aber Kampfgeschick und Riftereffektivität ist erhöht. Auswählen. So, jetzt sind wir ein richtig guter Kämpfer. 24. So, wie sieht's aus? Oh, das war keine gute Idee, mit so wenig Leuten zu kommen, Leute. Autschi. Das war dumm. Wir werden verlieren. Oh, wir kämpfen doch. Ja, ganz Tula Tula wird mir gehören. Echt? Wie groß ist denn ganz? Das ist wirklich groß. Ich glaube nicht. Ich weiß nicht, ob ich das stemmen kann. Ganz ehrlich, ich will jetzt erstmal Toledo haben. Ganz nett, dass du es mir anbietest. Vielen Dank, aber nein. Ich brauche jetzt erstmal nur den einen. Boah, ich muss mit der ganzen Truppe antanzen. Entschuldigung, ich hau wieder ab. Na gut, okay. Boah, ist das unekelhaft. 2-2. Einen Krieg gegen Graf Vela gewonnen, ja, das habe ich auch erwartet. Naja, natürlich folgen die mir jetzt. Supi. Das war also insgesamt eine sehr dumme Idee. Aber es kommt da auch so ein Verbündeter mit rum. Warte. Eieieiei. Die schneiden mir den Weg ab, oder? Und wie viel kostet der Spaß? 17. Ey, das kostet einfach nur einen Haufen Geld. Ich muss mal ein bisschen aufpassen, dass ich nicht unter die Räder komme. Ah, ne, okay. Die bleiben grundsätzlich erstmal stehen. 800. Das schaffen wir nicht mal mit meinen Truppen jetzt. Das nehmen wir später, wenn dann alle Stricke reißen. Jetzt kommt erstmal meine Flotte. Aber ich würde jetzt gerne Toledo angreifen, Leute. Ihr kommt. Ey, das ist richtig dumm gerade. Ich finde das richtig dumm. Ausgeglichen. Hey, warum sind denn die so stark? Die schaffen es auch nicht mehr rechtzeitig, ne? Oh Mann, 3000. Ah. Oh. Und dann verlieren die hier. Ach, Leute. Das war richtig dumm.
2900 haben die. Hey, ist doch kacke. Haben die noch. Ja, wollt ihr mich verarschen? Vor allem ist das hier alles so im Winter und auf Ebenen. Ja, kein Wunder, dass die stark sind. Oh, das gefällt mir gar nicht, was hier gerade passiert. Sechshundert. Wohin, was ist denn deren Ziel eigentlich? Die werden jetzt deren Hauptstadt erobern und wir werden deren Hauptstadt erobern. Ne, nicht mal mehr. Oh Mann. Leute, ich bin gerade genervt. Ich wollte Toledo haben und jetzt muss ich mich mit denen hier rumschlagen. Damaskus. Achso, das Ganze, was da drüben ist. Okay. Jetzt mal schauen. Kann ich... Beeinflusst. Oh Gott, nur 20%. Egal, wir probieren es trotzdem mit Papst Leo X., der erst 400 Jahre später kommt. Oh, jetzt ist es gecrashed. Hallöchen, damit bin ich wieder zurück. Das Spiel hat gecrashed. Kurz vor dem... Am 31. Dezember, am 1. Januar wäre ja der Autosave gewesen. Das heißt, wir dürfen jetzt noch mal ein paar Sachen erledigen. Und ein paar gute Sachen sind jetzt, glaube ich, nicht passiert. Egal. Ich werde jetzt wahrscheinlich das einfach so zusammenschneiden, dass wir jetzt einfach hier ganz normal weitermachen und gucken, wie es diesmal abläuft. Ich starte einfach mal. Ich habe auch keine Ahnung, was in diesem halben Jahr, ist jetzt nicht viel passiert, glaube ich. Aber es kam eine gute Nachricht, die eigentlich ganz cool war. Habe ich jetzt halt leider nicht mehr. Ein bisschen schade. Ah, jetzt weiß ich, was ich gemacht habe. Genau. Also, hier die Hochzeitsfeierlichkeiten. Hatte ich mich auch letztes Mal schon entschieden, dass wir die selbst bezahlen, einfach weil ich, weil sie ist mitfühlend, ich bin so treuherzig, ehrlich, also einfach so, glaube ich, als Ritter zahlen wir nicht selbst die eigene Hochzeit. Ruhmstufe halten ist immer gut. Einen neuen Vorzug, Ritter-Effektivität auf jeden Fall. Genau, da hat das habe ich das letzte Mal gemacht. Das werde ich jetzt auch wieder dieses Mal machen. Jetzt, wo ich verheiratet bin und hier meine Frau habe, werde ich diese Affäre mit ihr beenden. Erstens. Und zweitens habe ich auch noch vor, Begnadigung gewähren, weil sie gilt als unzüchtig. Sie hat ein Kind. Wahrscheinlich meins. Genau, sie gilt als unzüchtig, weil sie halt unverheiratet ein Kind bekommen hat. Sprich, sie muss außerehelichen Geschlechtsverkehr gehabt haben. Damit konnten die Katholiken damals nicht ganz so viel anfangen. Aber ich hoffe dadurch, dass wenn ich ihr Begnadigung gewähre, es quasi auch nicht auf mich zurückfällt. Also dass jetzt da keiner bohren wird, wobei es ein bisschen auffällig oder verdächtig ist. Weil ich bin ja im Prinzip ehrlich. Das heißt, wenn jemand ihr Geheimnis oder mein Geheimnis entdeckt, kann man es ja auch gegen mich verwenden. Und dann müsste ich ja sagen und dann passiert so viel Negatives und dann ist vielleicht meine Frau ein bisschen enttäuscht, nachvollziehbar. Aber weil Lope so ein anständiges Kerlchen ist, macht er das jetzt so. Also Affäre getrennt, soweit so gut. Und dann wird gerade dieser Krieg geführt, dieser sehr aussichtslose, nervige Krieg. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn enorm. Aber hier, meine Schwester wurde gefangen genommen. Achso, ja, bei der Belagerung. Damit ist der jetzt auch vorbei, der Kampf. Ich bekomme wenigstens so ein bisschen Bonus bei meinem Verbündeten. Er verliert allerdings nichts. Und ich hoffe, dass meine Schwester jetzt auch gleich wieder rauskommt. Das wäre schon cool. So, ansonsten, ich habe ein Druckmittel gegen... Aber ich weiß, als Verlobte können heiraten. Das machen wir. Das ist schön. Ich gehe das jetzt ein bisschen schneller durch, weil ich habe hier ein Druckmittel gegen meinen ehemaligen Vormund.
Und es ist schon wieder gecrashed. Ich glaube, das ist ein Problem von der Tatsache, dass ich jetzt halt mit dem alten Spielstand spiele. Gut. Ich mache jetzt Folgendes. Ich werde das gleich einfach nochmal spielen, so lange, bis ich irgendwie einen neuen Spielstand. Also ich werde den Spielstand versuchen zu fixen. Und dann seid ihr live dabei, wenn ich wieder einsteige, hoffentlich funktionierend. Ansonsten war's das jetzt. Ihr hört noch von mir. Tschüssi.